Hallo Jungs, ich habe es versprochen, die Gewinnspiele kommen auch auf Deutsch, deswegen habe ich hier dieses Auto. Das ist meine alte Geiss, das Video habe ich schon auf Französisch gemacht. Der hat alles mitgemacht, ist immer noch da, funktioniert schön, hat verstärkte Arme dran, die Reifen sind noch alle gut. Hab ein Rad abgerissen beim letzten Video, Radnabe, alles. Das Auto wird gereinigt, gecheckt. Ich mache eventuell nicht eine volle Revidierung mit alles auseinandernehmen, Ultraschallbad und so Zeugs. Ich check einfach alles mal nach, die Lager, fülle da wieder Fett ein und alles wird natürlich repariert. Und das Auto hat natürlich auch vier gute Reifen. Was dann fehlt, ist ein Sender. Das Auto könnt ihr gewinnen. Wir machen eine dreischrittige Phase mit, also drei Videos mit drei verschiedenen Fragen. Wenn natürlich nur einer alles gefunden hat, gewinnt er das Auto. Wenn es mehrere sind, wird es eine Verlosung zwischen denen, die richtig geantwortet haben. Damit es fair ist, ist es natürlich schwierig, weil ich habe ja viel, also die Fahrvideos sind meistens alle auf Französisch. Die Werkstattvideos gibt es ein paar auf Deutsch, aber auch nicht alle. Also werdet ihr eventuell auf Deutsch andere Fragen haben. Und die erste Frage, die du senden kannst an rcgarage68@gmail.com, ist: Was war der erste X-Max von der Garage? Was war der erste X-Max, den ich gekauft habe? Und was wurde da geändert, sehr schnell, bevor es alle anderen gemacht haben? Ja, passiert manchmal, dass ich am schnellsten bin. Ist reiner Zufall. Bin sicher nicht der schnellste auf der Welt. Bin vielleicht nur einfach der am schnellste das umgebaut hat und gefilmt hat. Das ist es. Denk daran, das ist kein Anfängerauto. Ist schwer, hat Gewalt und du brauchst trotzdem ein gewisses Budget. Du brauchst eine Funke, du brauchst gute Batterien, um das Ding zu fahren. Ich rate Gensys, weil ich mit Gensys fahre. Ich bin sehr zufrieden mit den Bashing 5040C. Sind super leicht. Du fährst da locker 20 Minuten. Je nach Gelände natürlich, wenn du voll im Feld bist wie ein Dödel am Rumgasen, ist natürlich klar, nach 12, 15 Minuten sind die Batterie gekocht. Das ist ganz normal. Das ist nicht das Auto zum Rumfurzen, Vollgas im Feld. Es ist ein Offroader, du bist besser im Wald unterwegs oder in einem Rumpelfeld oder im Buckelfeld oder wie du willst. Und einfach, wenn du im flachen Feld bist, wird es schnell langweilig mit dem, außer du bist natürlich zu mehreren, aber da musst du ein bisschen am Gas sparen, ist klar. Am liebsten habe ich die Gens Bashing 80C drin, 8000 mAh, gewaltig. Ich habe hier eine 46er Hauptritzel mit 17er Motorritzel, das Ding fährt über 70. Ihr habt trotzdem eine halbe Stunde Laufzeit. Je nach Gelände natürlich, was wir machen. Das Auto hat Kraft, es beschleunigt gut, es bringt die Kraft am Boden und das ist die Falle, wo die meistens viele Leute was am Antrieb beschädigen, weil sie zu brutal Gasbremse sind und nicht beherrschen, wie gesagt, dass das Auto die Kraft am Boden bringt und seine Kraft hat. Es ist nicht das Schnellste. Wenn du schnell fahren willst, kaufst eine GT 1:5er, nimmst dir eine FG mit 10 Kilo, da kannst du 90-100 rasen und gebrauchen. Im Offroad wird es über 70 wirklich schwierig, um die Topspeed zu brauchen, ist klar. Außer im flachen Feld. So, die von euch, die Antwort wissen, meldet mir. Schreibt einfach Traxxas X-Max im Titel. Gibt mir die Antwort. Es kommen noch zwei Videos. Wann, weiß ich nicht. Ich nehme mich die Zeit. Vielleicht machen wir die nächste Video, während dass ich das Auto revidiere. Ich mache vielleicht einen Teil der Revidierung auf Französisch, einen Teil auf Deutsch. Eventuell. Das ist, denke ich mal, wird lustiger. Und da kommen dann die anderen Fragen. Und ganz am Schluss, wenn die drei Videos vorbei sind, lasse ich dann eine gewisse Zeit, um dass jeden spielen kann. Das Auto wird natürlich, also zu euch nach Deutschland ist es super einfach mit DHL. Ich gehe rüber nach Weil am Rhein, packe das Ding ein,
Der hat Standard Europa-Dingsbums mit Versicherung, kostet das um die 25 Euro. Und ihr kriegt das Auto vollständig fahrbar, ohne Funke, ich sag's nochmal, gecheckt, Minimum revidiert. Also das heißt wirklich, das Auto ist fahrbar, du machst die Batterie rein und fährst. Umsonst. Habe ich versprochen. Und so mache ich es. Wir haben jetzt 20.000 und über 100 Abos. Habe ich nicht so schnell erwartet. Das Spielen ist natürlich nicht einfach. Es ist für die Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, mehr geeignet, weil ich will ja genau die bedanken für das alles. Gibt auch eine Chance für die Neukommende, aber wenn ich jetzt natürlich nur ein Gewinnspiel mache mit Verlosung, kann einer kommen, der nichts mit RC zu tun hat, der einfach nur einschreibt, weil da Gratisspiel steht. Wir haben, es geht enorm viel so Geier. Wenn du Gratisspiel spielst, da kommen auf einmal also Tausende von Leute, die du noch nie gesehen hast, noch um zu spielen, nur um das Deck zu gewinnen. Der Gewinner ist natürlich frei für alles machen, was er will mit dem Auto. Er kann es anzünden und sagen, ha, ich habe RC Garage 68 abgefackelt. Er kann mit dem LKW drüber fahren, er kann es eincremen, einölen, das interessiert mich nicht, ich will es gar nicht wissen, was du mit Öl und Fett und Creme machst mit dem Auto. Kleiner Ferkel. Und du kannst es verkaufen, zerlegen für die Teile, für dein Auto reparieren. Egal was, ist mir wurscht, wenn du es gewonnen hast, hast du es gewonnen. Wenn die Karo dich passt, kann ich eine andere mitgeben, musst du aber natürlich Zusatz zahlen für eine neue Karo, das ist klar. Aber ich schätze, es braucht noch nicht, außer du kannst wirklich nicht die Chevy C10, also du kannst sie nicht leiden. Daran denken, auf dieser Seite hat sie eine Frankenstein-Naht, hier. Auf jeden Fall, ihr werdet es sehen, wenn das Auto revidiert ist, sieht es dann natürlich ganz anders aus. Jetzt sieht es traurig ein. Ganz normal. Jungs, macht's gut. Ich freue mich auf jeden Mail von jedem, der mir schreibt, um das Ding zu gewinnen. Tschüss, Jungs.